Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ego Box von Fahrt. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ego von Fahrt aus dem Jahr 2015. Das Ganze ja damals in zwei verschiedenen Boxen erschienen. Und zwar haben wir einmal diese Box hier gehabt, die Ego Ladies Edition. Diese habe ich euch ja bereits vorgestellt, Video dazu auf dem Kanal zu finden. Und dann natürlich in der regulären Box, in der Ego Power Edition. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box in Hochglanz und in gelber Schrift Ego, darunter Fahrt. Auf der Unterseite lesen wir ebenfalls wieder in gelb und weiß Power Edition. Rechts nichts. Oben nochmals Power Edition. Auf der linken Seite Ego Fahrt. Und auf der Rückseite haben wir groß das Logo, das Wappen von Ruhrpott Elite, darunter die Credits und einen Barcode. Gut, das Ganze eine Klappbox, die wir hier an der Seite aufmachen. Dann haben wir hier einmal ein T-Shirt, eine Fahne, das Album an sich, ein Sticker, eine Autogrammkarte und so ein Infoflyer. Die Box von innen glatt weiß. Machen wir das mal zu und legen die auf die Seite. Vom Inhalt her unterscheidet sich die Ego-Box nur in einem Artikel, und zwar ist es das T-Shirt. In der Ladies Edition war ein schwarzes Oberteil mit rosa Aufdruck, so ein Frauentop, so ein Oberteil. Und in der regulären Box ist hier so ein schwarz-weißes T-Shirt. Gut, wie immer starten wir mit dem Album. So sieht das aus. Wir haben hier Fahrt abgebildet in schwarz und weiß in nachdenklicher Pose. Ruhrpott Elite präsentiert lesen wir hier oben, darunter dann Ego Fahrt Power Edition. Und hier an der Seite lesen wir auch nochmal Power Edition 2 Discs. An der Seite Fahrt Ego Power Edition. Und auf der Rückseite haben wir dann 24 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Mobb Deep, Snagger und Prof, Amir der Sänger und nochmals Amir der Sänger. 24 Tracks an der Zahl. Von diesen 24 sind meine Favoriten 3 Stück. Und zwar einmal Track Nummer 5, Rohdiamant. Dann Track Nummer 20, Maskenball. Und Track Nummer 24, Nie nach Paris. Gut, auch hier wieder Credits und Barcode. Werfe hier mal einen Blick hinein. Als erstes einen Blick in das Booklet. Cover kennen wir. Dann haben wir hier Fahrt abgebildet und diverse Tracks aufgelistet mit der Info, wer die produziert hat. Und wir sehen auch hier, dieses Gelb-Weiß zieht sich hier komplett durchs Artwork. Hier auf der Doppelseite wieder Schwarz und Weiß Fahrt. Weitere Tracks. Wieder eine Aufnahme von Fahrt. Weitere Tracks. Dann haben wir hier eine ausführliche Danksagung. Fahrt. Und zum Abschluss die letzten Tracks, dann noch die beiden CDs aufgelistet und natürlich die ganzen Credits zum Album, wo das Ganze gemischt wurde, wer fürs Artwork und Design verantwortlich ist, etc. Gut, Ruhrpott Elite, hier die Internetadresse auch noch. Sehr schön. Na, jetzt müsste ich nur noch so das Booklet wieder reinbekommen. Die CD sieht so aus, Ego Fahrt Power Edition, auch hier wieder schwarz-weiß und gelb vor allem verwendet. So sieht die CD aus. Und dann haben wir auf der Rückseite die Instrumentals, diese in schwarz und rosa gehalten, Power Edition Instrumental CD lesen wir hier. Dann haben wir einen Sticker im Querformat, gelber Schriftzug Ego, darunter in schwarz-weiß, in schwarz-weiß, ja, in schwarz Fahrt auf weißem Untergrund.
Dann haben wir diesen Flyer. Ja, sehe ich jetzt nicht, wie Girls Boxing halt. Hier gibt es Infos über Ruhrpott Elite Releases. Und dann hier noch Merchandise. Eine Autogrammkarte, die ist allerdings nicht unterschrieben. Wir sehen hier Fahrt abgebildet, Ruhrpott Elite und hier noch Ego im Querformat, Postkartengröße. A6 müsste das sein. Und dann haben wir noch die Flagge und das T-Shirt. Wir kommen als erstes mal zur Flagge, die recht groß ist. Aber ja, das sind glaube ich die meisten Flaggen, die hier in den Deluxe-Boxen verwendet werden. Also, auch die Flagge wieder in Schwarz und Gelb gehalten. Und zwar haben wir hier einmal in der Mitte das Wappentier. Ja, für mich sieht das nach wie vor aus wie so eine Mischung zwischen Löwe und Bär. Wir lesen hier oben Fahrt und darunter Stamm der Narcissis. Dann ist ein gelber Kreis rundherum, durchkreuzt von zwei Linien, von so einem großen gelben Kreuz. Und dann haben wir auf der linken Seite einmal Ruhrpott Elite, auf der rechten Seite ebenfalls Ruhrpott Elite. Und dann haben wir auf der linken Seite zwei Metallösen, also zwei Öffnungen hier mit Metallösen verstärkt. Das hier dafür gedacht, dass man natürlich hier dann entsprechend ein Seil oder eine Schnur festmachen kann, um die Fahne dann auch wirklich aufzuhängen. Gut, Fahne gehen wir mal zur Seite und dann kommen wir zum letzten Bestandteil der Box. Wie so oft ein T-Shirt. Also wir haben hier ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck. Und zwar lesen wir hier Team Ego, Stamm der Narcissis. Und dann haben wir hier römisch 15 abgebildet, also X und V. Und in dem V haben wir dann noch hier im Detail Ruhrpott Elite, wieder das Wappen, das Logo. Neckprint haben wir keinen. Wir haben es zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L. Das Ganze besteht aus 100% Baumwolle und Made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze T-Shirt mit dem weißen Aufdruck. Oben lesen wir Team Ego. Dann groß dieses XV, also römisch 15. Und darunter lesen wir dann Stamm der Narcissis. Und in dem V haben wir noch hier das Logo von Ruhrpott Elite eingearbeitet. Schlicht gehalten in Schwarz und Weiß. Gefällt mir von der Gestaltung her gut. Was jetzt der große 15 hier zu bedeuten hat, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es auf das Jahr des Releases bezogen ist. Nachdem das Album und die Box ja im Jahr 2015 erschienen sind, würde ich mal fast tippen, dass der 15er auf das Jahr 2015 Bezug nimmt. Falls ich mich da irren sollte, bitte gerne in die Kommentare schreiben, was es mit dem 15er auf sich hat. Ansonsten, ja, wie gesagt, Neckprint haben wir keinen. Gefällt mir gut, kann man durchaus anziehen, auch wenn es klassisch gehalten ist in Schwarz und Weiß. Aber macht einen stabilen Eindruck, kann man gut tragen meiner Meinung nach. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann die Fahne, die Stamm der Narcissis Fahne, die ich jetzt natürlich vergessen habe, in der Zwischenzeit zusammenzulegen. Dann haben wir diese Autogrammkarte, allerdings nicht unterschrieben. Diesen Sticker im Querformat. Und natürlich das Album an sich, Ego, in der Deluxe Edition, also mit zweiter CD. Diese beinhaltet die Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box, Ego von Fahrt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fahrt unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.
Ciao.